Moin Jungs! Heute mal Geschichten aus meiner Schulzeit. Also, wir schreiben es den 2.8.2021. Also, ich gehe in die 13. Klasse und wir hatten Rechtslehre. Wenn ich weiß, was Rechtslehre bedeutet, da behandelt man so was für Rechte hast du in der und der Situation und wie schließt man einen Kaufvertrag ab oder so. Und in diesem Tag hatte der Herr Lehrer quasi so in den Raum geworfen. Ja, ich habe da noch was vom letzten Thema, noch eine kleine Sache zu besprechen. Da wirft er so ein paar Sachen in den Raum, die wir letztes Mal besprochen haben. Da meinte er so, ja, erzählen Sie mir ein paar Methoden, wie kann der Betriebsrat quasi vom Chef ausgenutzt werden, um sich die Meinung zu erkaufen. Dann gibt es so normale Antworten wie, keine Ahnung, Gehaltserhöhung, mehr freie Tage. Und dann kam ich dran. Ja, Herr Lehrer, kann man denn auch verlangen, dass einem ein geblasen wird? Ja. Dann haut er halt wirklich einfach so raus. Ja, so manchen Betrieben ist es völlig normal, dass man so Bordelltreffen macht und so mit dem Betrieb, ne? Eigentlich war meine Aussage eher so gemeint, ob der Betriebsrat vom Chef eingeblasen kriegen würde. Was wir mit derselben Lehrkraft aber auch schon mal erlebt hatten, war, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, aber ich glaube, uns wird immer wieder eingetrichtert, dass wenn wir quasi einen Fall behandeln, dann muss man auf jedes einzelne Wort Acht geben. Jedes Wort lässt sich unterschiedlich deuten und so weiter, hier und das, sofort, was weiß ich. Und da hat er halt den Raum geworfen. Ja, also es ist ein Unterschied, ob sie bei oder mit. Herr Lehrer. Schlaf. Dann drehe ich mich zu meinem Klassenkameraden um und sage, Scheiße! So auf der Basis, als ob ich mit ihm geschlafen hätte und ich wüsste, dass das irgendwelche Konsequenzen haben könnte oder so, dies, das. Ich denke mal, jeder, der noch Schüler ist, der hat bestimmt Online-Unterricht miterlebt und so. Und wer Online-Unterricht kennt, der weiß, dass quasi gewisse Plattformen dafür genutzt werden. In unserem Falle war es Big Blue Button. Was ist das denn so? In unserem Falle war es Big Blue Button. Dann gibt es noch Berufsinformatik. Weil, also andere wären so, wenn sie aufgerufen werden. Ja, der Live bitte. Ja, hallo, ich bin da. Und dann gibt es mich. Ja, Herr Draginato, sind Sie da? Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Bindstunde. Original. Und ich habe auch extra jedes Mal, wenn ich aufgerufen wurde, sogar den Rettungsschwimmer-Beat angemacht. Also ich glaube, der hat sich schon jedes Mal gefreut, wenn er mich aufgerufen hat. Das hat er auch selber gesagt. Das ist immer ein Erlebnis, wenn man sie aufruft. Als wir einen anderen Lehrer hatten, dann ist da die Lehrkraft und sagt erstmal, guten Morgen, liebe Klasse. Oh, Herr Draginato, Sie haben aber eine schöne Uhr. Ich natürlich dann, ja danke, Herr Lehrer. Die ist kaputt. Cool. Ja, klare Geschichte. Ja, Jungs, das waren ein paar Geschichten aus meiner Schulzeit. Und ja, irgendwie brauche ich ja noch einen Abschluss.